Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never shared. And no one there
Gregorian, ein gregorianischer Chor, singt moderne Popsongs, arrangiert im Choralstil lauter Männer, der frühmittelalterlichen Mönche. In der Konzertreihe Christmas Chance Tour erstreckt sich das Repertoire von purer Klassik bis zu Pop. Heute bei uns die Gregorian mit Amazing Grace. Grace.
Vor wenigen Wochen hatte ich die Gelegenheit, mit ihr auf der Bühne des Bolschoi-Theaters von Moskau zu stehen. Sie wird heute mit einer Gruppe singen, die derzeit sehr viel Erfolg haben und die zum ersten Mal im Fernsehen vor 2 Jahren in unserer Gala aufgetreten sind.
Danen, Sarah Brightman und The Gregorians. Gesang ist einstimmig und wird solistisch oder chorisch unbegleitet ausgeführt. Und ja, meine Damen und Herren, es gibt jetzt wirklich gregorianischen Gesang. Aber so wie ihn 10 englische Sänger 1394 Jahre nach Papst Gregor dem I. verstehen, nämlich als eine Art Popchoral, nicht einstimmig und weiß Gott nicht eintönig. Und so prominent wie diese Chorknaben inzwischen geworden sind, war es gar nicht so leicht, sie alle unter eine Kutte zu kriegen. Aber uns ist es gelungen und hier sind sie jetzt. Gregorian mit ihrer Version der Metallica-Ballade Nothing Else Matters. Musik
Gott zu erheben.